Matthias Walter, ich bin Chief Product Officer bei der Skybow. Da sprich ich eigentlich zuständig für Produkte, Entwicklung, Support etc. Bin seit 10 Jahren jetzt schon im Microsoft SharePoint-Umfeld tätig, tagtäglich mit SharePoint, als Trainer, als Consultant. Und ja, die Skybow selber ist eigentlich eine Entwicklungsplattform für Business-Applikationen, die sich vollständig in SharePoint integriert. Und ja, wir machen jetzt da seit einigen Jahren schon internationalen Vertrieb über jegliche Länder weltweit mit Partnern und mit diversen Erweiterungen auf SharePoint. Genau. Thema Microsoft Lists, eines der neuesten Kinder im Microsoft 365 Universum und ist auch auf meinem Tenant, wie Christian auch schon gesagt hat, der Rollout, der ist ja sehr, sehr fließend über mehrere, fast schon Monate verteilt. Bei uns ist es erst seit etwa einer Woche mit drin. Und ja, ich überspringe mal noch kurz, den kriegt man dann natürlich im Nachgang zu meiner Person. Genau. Die Agenda, die ich für heute vorbereitet habe, ist zuerst mal ein kurzer Überblick. Was ist überhaupt Microsoft Lists? Was kann das alles? Was sind so die neuen Features, die da gekommen sind? Dann kurzer Blick auf die Roadmap, was Microsoft da noch weiter ankündigt, weil ich muss davor weg schon nehmen, wir sind jetzt gerade etwa 2 Wochen zu früh, da viele, viele Feature, die coolen, wichtigen, ich werde die zeigen, aber leider heute nur anhand von von Screenshots und erklären, weil viele sind noch gar nicht released, die sind immer noch im Entwicklungsstadium und das werde ich hier auf der Roadmap ansprechen. Dann gibt es eine Demo, wo ich das Ganze zeige, was jetzt schon heute da ist und was man machen kann und dann gehe ich aber auch noch auf die Limitationen ein, die es gibt, und am Schluss in Fragerunde. So, also die Microsoft Lists. Microsoft selber nennt das die Smart Information Tracking App, ist eigentlich, wenn man so will, eine Erweiterung von den ganzen SharePoint-Listen. Viele nutzen SharePoint seit Jahren, viele nutzen es für ein Intranet, viele nutzen es, um lediglich Dokumente abzulegen, also als DMS SharePoint zu nutzen. Aber eigentlich die Listen, die da sehr, sehr mächtig schon immer waren, die man sehr einfach und schnell erweitern kann, die hatten halt noch verschiedene Einschränkungen oder Sachen, die nicht möglich waren. Und da gab es dann Konkurrenten wie beispielsweise Airtable, für die das bekannt ist, ist auch so eine Online-Plattform, wo man sich sehr schnell Listen erstellen kann, die grafisch darstellen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zusammenarbeit auf Listen, nicht nur an Dokumenten, dass man an gleichen Dokumenten arbeiten kann, sondern auch an Listeneinträgen. Seien das Tasks, seien das irgendwelche Verwaltung von irgendwelchen Assets und so weiter, ist mit Airtable möglich. Und da musste Microsoft ein bisschen nachziehen mit neuen Möglichkeiten in den Listen und das natürlich eigentlich alles für in SharePoint selber voll integriert. Also ich werde auch nachher noch darauf eingehen, was ist denn jetzt effektiv Lists und was kommt sowieso für jegliche Listen im Modern Design, weil viele dieser Feature, die sieht man auch grundsätzlich einfach in den Listen, die es in SharePoint gibt, die man machen kann. Und eigentlich Microsoft Lists, das Produkt Lists ist nur ein Layer on top, sage ich jetzt mal, die als Beispiel dann halt auch eben in Teams eingebunden werden kann. Es gibt heute noch nicht, Ende Jahr wird es sein, eine Mobile-App dazu für iOS und Android, wo man dann, das sieht man hier unten, wo man dann die Listen im Schnellzugriff hat. Und eigentlich Lists ist so eine Home-Site, wo man die ganzen Listen, die man erstellt hat, die man geshared geklickt hat, die man dort sieht. Man kann sich Favoriten dort machen. Das ist sicherlich das, was wirklich von Lists kommt. Die zuletzt verwendeten Lists
oder man kann eben sehr schnell und einfach auch Listen teilen. Auch das werde ich nachher kurz zeigen. Die ganze Listenerstellung, das wiederum geht auch jetzt schon bei, oder war schon vor dem List-Release möglich, bei normalen Listen, dass man eben neue Listen auch in einem Excel importieren kann. Ich habe ein bestehendes Excel, kann das einlesen, das stellt mir gleich eine Liste mit den ganzen Spalten und den Werten, also eigentlich die Werte dazu kommen auch mit rein. Oder man kann eine bestehende Liste von irgendwoher kopieren, das ist auch sehr cool, dass man einfach nicht mehr wie früher musste man immer so diese STPs und List-Templates machen und die dann irgendwann das hinladen und dann dort draus eine neue anlegen. Das geht hier viel, viel einfacher jetzt. Einfach bestehende auswählen, Copy und dann macht es mir eine neue Liste, eine Kopie davon. Und eben, was mit Lists wiederum kommt, ist das Ganze mit Templates. Also von einem Template zu starten, ich komme nachher noch dazu, es gibt 8 Stück davon. Das sind Starthilfen, sei jetzt mal, oder Beispiele. Gewisse davon kann man direkt einsetzen und direkt damit starten. Die Möglichkeit besteht auch noch, persönliche Listen zu erstellen. Die werden dann automatisch in meiner MySite angelegt oder in Teamlists. Das heißt, ich wähle ein Team aus, also ein Microsoft Teams Team, und die Liste wird dann direkt in dieser SharePoint-Seite angelegt, die eben im Hintergrund für jedes Team automatisch angelegt wird. Die neuen Darstellungsmöglichkeiten, die man auch hier oben sieht, dass man hier mit Farben und Icon, also die Bilder des Users und so weiter, so mit Farben hinterlegen kann, das ist auch was mit Lists jetzt stark erweitert wird, aber auch schon und auch in ganz normalen Listen, also überall, wo ich eine ganz normale Liste anlege, jetzt nicht über Lists, habe ich diese Möglichkeiten dann auch. Oder eben die Formulare dann anzupassen. So das New Form, das Add Form, das Display Form, diese 3 Formulare, die es da gibt, die kann man dann anpassen. Mit Lists dazu, auch das gibt es noch nicht, kommt auch noch die Möglichkeit, Regeln zu setzen und sich so irgendwelche Reminders zu machen, also Notifikationen, wenn irgendwas abläuft, wenn irgendein Wartungstermin ansteht, dass ich nicht selbstständig reinschauen muss in die Liste, sondern dass mich das System da darüber notifiziert. Klar, ich hätte das schon mit Flow oder Power Automate machen können. Sie machen es einfach jetzt mit Lists noch viel, viel einfacher, dass man da gleich einen Wizard dazu hat. Und eben, ich denke mal, ich konnte es noch nicht nachschauen, weil eben es ist noch nicht da. Ich denke mal, im Hintergrund gibt es dann schon auch so einen Flow, der das Ganze dann macht. Weil das E-Mail, das gesendet wird, das kommt auch zeitverzögert. Genau, also das heißt eigentlich, Lists, die Möglichkeit, Listen zu erweitern. Das Hauptding von Lists ist diese Homescreen, den wir nachher gleich noch sehen werden, wo ich alle meine Listen sehe, schnell teilen kann, einfach erstellen kann und ins Teams mit reinbringen. Zu den neuen Features, ich habe da einfach kurz die Slides dazu, wir schauen danach zusammen rein. Ich habe angetönt diese Templates, es gibt 8 davon. Wenn man es in Teams verwendet, gibt es glaube ich noch 2 mehr für spezielle Bereiche. Aber das sind so die 8 standardmäßigen, die man jetzt sieht, wenn man in Teams, in Lists was anlegt. Nämlich eben so ein Issue Tracker oder ein Pre-Onboarding. Und wir werden das nachher in der Demo sehen. Da sieht man auch gleich eine Vorschau, wie das dann ausschaut. Wähle das aus, sage erstellen und dann habe ich eigentlich genau dieses Template als Liste erstellt. Da geben sie einem wirklich coole Starthilfen. Oder eben die Möglichkeit von Excel zu erstellen oder von einer bestehenden Liste. Das ist alles in diesem Dialog. Schauen wir nachher an. Dann diese Formatierungen, die ich angesprochen habe, wird auch ständig erweitert. Aktuell ist es sowieso fast schon im Tagesrhythmus, kommt da irgendwas Neues und man entdeckt wieder irgendwo einen neuen Style, einen neuen Knopf oder irgendwas. Und gerade mit Lists kommt da einiges neu dazu. Da ist jetzt diese Möglichkeit, die ganzen Spalten zu formatieren. Eben als Beispiel hier, Blocked ist rot, New ist blau oder
mit einer bedingten Formatierung, dass zum Beispiel hier, das ist jetzt für blockt, wird, wenn der Status blockt ist, wird eine komplette Zeile wird rot. Das kann man einfach zusammenklicken oder jederzeit auch in den erweiterten Modus gehen und dann mit sogenannten JSON, das ist ein bisschen komplizierter, da muss man diese Formatierungssprache kennen, kann man sich das dann x-beliebig erweitern. Auch das hat nichts direkt mit Lists zu tun, sondern ist in jeder SharePoint-Liste eigentlich möglich. Dann gibt es auch neue Möglichkeiten in den Formularen, dass man, wenn man auf einem Formular ist, New Edit und Display, kann man oben auf Formular bearbeiten. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man sagt, ich bearbeite die Spalten mit SharePoint, was out of the box möglich ist. Dann sehe ich hier einfach alle Spalten angezeigt, kann sie ein- und ausblenden. Oder aber ich kann eine bedingte Formel draufsetzen. Wie beispielsweise hier die Days Old werden nur angezeigt. Das ist diese Formelsprache, die man vielleicht von SharePoint schon kennt, wenn man eine berechnende Spalte macht oder eine Validierung und so weiter. Das gibt es ja in der SharePoint-Welt mit den Spalten schon. Das ist eigentlich dieselbe Sprache. Kann ich da einfach die Felder mit den eckigen Klammern, ist also fast dieselbe, dieses Dollar ist auch anders. Kann ich dann das Feld angeben und halt mit if sagen, wenn es critical ist, dann ja und sonst nein. Und dann wird das Feld wirklich dynamisch ein- und ausgeblendet. Wenn das reicht, dann ist das okay. Wenn es weitergehen muss, gibt es von Microsoft die Möglichkeit, das Formular mit Power Apps zu bearbeiten oder dann halt mit Skybo, was auch wiederum sehr, sehr viele Optionen noch bietet. Genau. Dann, was ich persönlich sehr cool finde, ist, dass man neu die Listen ins Team einbinden kann. Das konnte man schon, aber neu mit dem Lists-App. Wenn man das über das Lists-App einbindet, hat man dann zusätzlich neben der Liste, die man in Teams drin sieht und auch das Displayform und so, hat man eben die Möglichkeit, oben rechts auf Conversation oder Konversationen oder in Deutsch, glaube ich, zu klicken und dann hat man einen Conversation-Teil auf der rechten Seite, wo man zu diesem Element, also zu einem einzelnen Listeneintrag kommunizieren kann. Ich kann hier drin dann Leute mentionen, ich kann den Channel mentionen und so weiter. Diese Kommunikation, die hier geschieht, kommt dann automatisch in den Channel, wo ich die List eingebunden habe. Das zeige ich nachher auch in der Demo. Finde ich sehr cool. Kriegt dann einfach jeder Listeneintrag, kriegt dann einen eigenen Besprechungsteil, wo man hin und her schreiben kann. Und im Channel vorne kann man wieder zurückspringen und genau hier hinkommen. Dasselbe kommt geplant Ende September, auch für SharePoint. Man kann ja jetzt und heute schon auf Pages, also auf Seiten unten, Kommentare hinzufügen. Und eben dasselbe kommt dann auch noch für die Formulare, dass man im Formular, wenn ich eins geöffnet habe, im rechten Panel, was es ja mit der Modern View gibt, kann ich auch oben rechts auf das Kommentar, auf den Kommentar-Button klicken und dann kann ich zu diesem Element hier hin und her schreiben. Ist jetzt außerhalb von Teams. Was schon längst fällig war, ist die Kalenderansicht. Die gibt es nämlich neu noch nicht in diesem Modern UI. Die gibt es nur in diesem Classic UI, was es früher vor allem im Server, aber auch online gab. Das kommt auch Ende September geplant, dass man eben Sachen wiederum in einem Kalender darstellen kann, mit verschiedenen Farben, wie man hier sieht. Aktuell gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, eine Liste darzustellen oder eine bei Dokumentenbibliotheken oder bei, allgemein bei Listen diese Galerie-Darstellung. Und der Kalender fehlt, er kommt aber bald. Das ist cool. Das andere ist diese Gallery-View oder Galerie-Darstellung. Das hat für mich
Das gibt es schon bei den Dokumenten, kennt man das, kann man umstellen auf Gallery und dann sieht man die ganzen Dokumente mit Vorschau anstatt der Liste. Was hier aber wirklich cool ist, dazu kommt, auch in jeder Liste und nicht nur mit Microsoft Lists, ist, heißt überall ein bisschen anders. Hier auf dem Screenshot heißt er Tile Designer. Man findet ihn auch unter Card View Designer. Da geht es darum, dass es für diese Gallery View einen sehr einfachen, coolen Designer gibt, wo man einfach angeben kann, welche Felder sollen hier dargestellt werden, in welcher Reihenfolge, per Drag and Drop verschieben, Personen anzeigen mit dem Bild oder nicht. Und ich kann dann auch sagen, sollen die Descriptions, also diese, die Feldlabels angezeigt werden oder nicht. Und das Ganze ist voll responsive daneben. Das ist dann auch cool, dass man es auf dem Handy oder auf dem Mobile sich anschauen kann. Und das, wenn ich jetzt genügend Platz habe, sehe ich 4, 5, 6 von diesen Cards. Und wenn ich weniger Platz habe, sehe ich halt nur 1 oder 2. Und da hilft dieser Tile Designer, Card View Designer, wie man ihn nennen will, das Ganze zu steuern, was genau dargestellt wird. Und das kann man dann auch einfach oben rechts umstellen, auf Default setzen. Da warte ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Kann ich leider heute auch nicht zeigen, deshalb hier nur ein Screenshot davon. Diese Regeln, das ist auch was, was erst kommen wird, ist die Möglichkeit für Benachrichtigungen. Also ich kann dann eben, wenn ich sage, oben über den Command Bar, kann sagen neue Regel, kann dann auswählen, für was genau, also wenn ein Element gelöscht wird, wenn eins erstellt wird oder wenn irgendwas was einen bestimmten Wert hat oder eine Spalte ändert, dann gibt es so ein Rule Editor, wo man dann angeben kann, beispielsweise das Mail zu senden an eine Person, da kann ich auch Personenfelder auswählen, kann es mir zusammenklicken und dann Create drücken und dann eben, ich glaube, es macht einen Flow im Hintergrund und der wird dann ausgeführt, wenn die Kondition hier halt eintrifft. Ich kann beispielsweise mit diesem Column Value is something kann ich dann auswählen mit ganz vielen Möglichkeiten. Ist eine Zahl größer 500 oder kleiner und so weiter? Ist ein Status der und der Status? Das kann ich alles in diesem Editor dann auswählen. Auch das, coole Erweiterung, leider noch nicht da, deshalb gerade ein bisschen zu früh jetzt. Die Anpassung vom Formular, auch das wird bald möglich sein. Da kann man hier oben rechts einfach sagen Edit Form und dann hat man die Möglichkeit, die Kopfzeile, die Fußzeile und das ganze Formular, also den Inhalt, zu definieren. Da auch wieder diese sogenannte JSON-Formatierungsmöglichkeit, muss man sich ein bisschen auskennen. Hier jetzt ein Beispiel, wurde die Kopfzeile hier dieses lila Kopfzeile hier, das ist mit diesem JSON hier eingebettet. Dasselbe kann man eben für die Fußzeile machen oder die ganze Body zweispaltig, dreispaltig und so weiter darstellen. Man muss sich aber da gibt es, glaube ich, zumindest in der ersten Version keinen Designer dafür, da muss man sich wirklich mit diesen Strukturen hier auskennen. Und kann man sich nicht einfach so zusammenklicken. Aber die Möglichkeiten, out of the box, ohne Power Apps, halt ein Formular anzupassen, in einfachen Möglichkeiten, das sollte bald kommen. Genau, Roadmap, ich habe gewisse Sachen davon schon erwähnt. Es gibt aber auch noch kleinere Sachen, wie beispielsweise Sticky First Column. Das heißt eigentlich, wenn ich rechts und links scrolle, dass ich einstellen kann, dass einfach die erste Spalte immer sichtbar bleibt. Das ist sicherlich auch sehr hilfreich. Ist auch was Airtable beispielsweise schon hat. Dann die Kommentare, die ich gleich erwähnt habe, die gibt es erst in Teams. Die Form-Customization-Möglichkeiten, also all die Sachen kommen erst geplant Ende September, bis auf die Mobile-App, die kommt erst Ende Jahr, die gibt es noch nicht. Die sucht man aktuell vergebens. Was noch ändert ist,
dass es so ein neues Integrate-Menü gibt oben. Aktuell hat man jetzt Power Apps und Automate, das sind so zwei Knöpfe. Da gibt es alles zusammengefasst zu einem Integrate-Button und da kommt alles darunter und dort wird wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit sein, halt eigene Flows dort drunter dann mit einzubauen. Sie bauen auch ständig weiter an den einzelnen Spaltendarstellungen, wie beispielsweise das Personenfeld, das Choice-Feld, Yes-No-Column. Da geht es hauptsächlich darum, dass man im Formular drin dann mehr Möglichkeiten, also dass es schöner aussieht, dass es wie jetzt diese Rot, Gelb, Grün ist aktuell nur in der List View sichtbar. Und wenn ich das Edit oder das New Form öffne, habe ich dort einfach nur den Text New, also diesen Status und neu kommt dann eine neue, also die gleiche Darstellung auch im Formular mit rein. Dazu gibt es diese Roadmap, die Christian auch schon angesprochen hat, wo man das jederzeit nachschauen kann. Das ist die hier, Microsoft 365 Roadmap. Ich habe hier einfach mal Microsoft Lists eingegeben. Da sieht man eigentlich im Rolling Out und Launched sind da 18. Einige sind noch in der Entwicklung. Ich kann das kurz runterfiltern. Das Zeug kommt hoffentlich bald. Sie jederzeit dann eben auch hier nachschauen. Gut, soweit von der Theorie. Lasst uns da mal reinschauen, wie das aktuell aussieht. Und zwar habe ich hier meinen Demo-Tenant. Ich habe neu hier unten oder eben im App-Launcher des Lists und das führt mich direkt zur Lists-Home-Site. Hier sehe ich eigentlich die zuletzt verwendeten Listen, die ich schon habe. Ich kann hier auch auf meine Listen runterfiltern. Das sind dann eben, wie gesagt, die MyLists, die liegen in meiner MySite. Und das sind einfach alle, die ich irgendwo verwendet habe, die mit mir geshared wurden, etc. Und ich kann auch favorisieren mit diesem kleinen Sternchen. Zack, und dann habe ich hier oben halt einen Favorit. Dasselbe dann auch in Mobile App. Gleich oben immer sichtbar, so kann ich mir selber die wichtigsten zusammenstellen. Eine neue Liste erstellen ist dann hier. Ich habe die Möglichkeit, die Liste, wie schon gezeigt, entweder eine neue Liste anzulegen, einfach eine leere Liste von Excel, oder eine Liste zu kopieren. Hier, wenn ich ja von einer Liste kopieren gehe, dann kommt ein Dialog, wo ich dann halt irgendeine Site auswählen kann, Retail, und dann die Liste, die es dort drin gibt, und dann macht es mir wirklich eine Kopie davon. Hier sehen wir die ganzen Templates, und wenn ich da draufklicke, sehe ich eben diese Vorschau, habe hier die unterschiedlichen Templates, und ich sehe, wie die dann aussehen werden, was da drin ist. Ich muss dazu kurz sagen, ich habe das alles jetzt in Englisch und zwar eine Limitation ist, diese ganzen Templates funktionieren nur in Englisch, weil die ganzen Sachen, die hinterlegt sind, die funktionieren. Ich habe das kurz mit Deutsch ausprobiert, nur in Deutsch funktionieren die ganzen Styles und alles hier nicht, weil das ist bei den Templates alles hardcoded auf den Feldwert, blockt oder in Progress etc. Das heißt, ich sehe dann leider das Ganze in Deutsch nicht, deshalb zeige ich es jetzt hier in Englisch. Die 8 Templates wählen es aus, sage okay, verwende dieses Template, gebe meinen Namen, SharePoint Summit 2020. Eine Farbe definieren. Das ist sicherlich was mit Lists neu dazugekommen ist. Das geht, wenn ich eine normale Liste erstelle, alles nicht. Das hat wirklich mit Lists zu tun. Und ich kann dann hier unten eben angeben, wo ich das speichern will. Hier sehe ich all die Sites, wo ich dann auch Rechte habe, eine Liste zu erstellen, also diese Teams-Sites oder auch SharePoint-Sites generell. Oder ich sage MyLists und dann, ich erstelle das mal in MyLists. Und wir sehen dann gleich, wir kommen jetzt automatisch in meine MySite.
die unter euch, die das von der URL her kennen. Also diese Liste läuft jetzt in MySites. Was mit den Lists auch neu ist, die ganze linke Navigation wird ausgeblendet, wirklich voller Fokus auf die Liste. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, halt Neues einzugeben. Das ist wieder, was, wie man es von SharePoint kennt. Issue. Dann hier die ganzen Sachen auswählen. Und das war, was ich gemeint habe, was noch kommen soll. Hier sehe ich jetzt einfach nur den Text Low, Normal, High und so weiter. Und das kommt so, dass das dann auch im Form drin gleich mit den Farben und mit allem, was man danach sehen wird, wenn ich das jetzt einfach mal so anlege. Oder hat jetzt hier High nämlich so ein Pfeilchen, ist abgerundet und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier diese Listeneinträge hinzufügen und wie gesagt, da gibt es noch keine weiteren Möglichkeiten für Kommentarfunktion oder so, das soll noch kommen. Ich kann aber auch sehr gut eine über QuickEdit Sachen reinkopieren. QuickEdit wird auch immer weiter entwickelt, dass es eben in der QuickEdit möglichst gleich ausschaut wie in der normalen Listenansicht. Und ich zeige mal kurz, wenn ich jetzt als Beispiel, ich kann jederzeit wieder auf Lists hier oben klicken, um auf das Home zurückzugelangen. Ich habe hier den Issue Tracker schon mal vorbereitet mit ein paar Inhalten, nur drei, dass man was das sieht. Um kurz zu zeigen, ich kann jederzeit auch sehr einfach kopieren. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier diese drei Issues rüber kopieren will, kann ich einfach die Spalten alle selektieren. Die hier ist berechnet, die brauche ich nicht. Die hinten sind sowieso leer, ich kann sie einfach mal so kopieren. Ups, sorry. Copy. Jetzt sieht man, sie ist so gestrichelt. Und ich kann dann hier einfach hingehen und das reinpasten. Und dann werden sie angelegt und die ganzen Styles, man sieht es hier, kommen auch gleich mit. Ich könnte dann Quick Edit wieder verlassen. Und so habe ich eigentlich meine Möglichkeit auch schnell von einem Excel oder irgendwo her. Es müssen einfach die Spalten müssen stimmen. Also das ist nichts List-Spezifisches, das gab es wirklich schon mit normalen Listen. Und was ich jetzt aber hier noch zeigen kann, ist, dass wir eben beispielsweise, wenn ich jetzt neu eine Spalte anlege oder editiere, so eine Auswahlspalte, klicke hier mal auf Edit, dann sieht man auch gleich, das ist neu, dass man jetzt neu die Choices, die man hier, die Auswahlmöglichkeiten, kann ich hier direkt angeben und auch ein Style definieren. Macht mir das so hellgrün. Die Choices sind automatisch immer so abgerundet, das kann ich jetzt hier nicht ändern, aber das heißt, auch schon hier sehe ich das schön visuell, kann die Farbe steuern. Und kann mir so die Spalte ändern. Wenn ich jetzt das öffne, kann ich auch hier kurz den Status auf Test setzen und dann wird er grün. Also wirklich diese Listen schöner visuell darzustellen. Auch dieses Rot, das hier hinterlegt ist, das kann man hier oben steuern. Auf der Ansicht kann ich diese Ansicht formatieren. Und dann habe ich hier jetzt dieses bedingte Formatierung, Conditional Formatting, da gibt es eine Regel, die kann ich hier steuern. Und die Regel besagt, wenn der Status blockt ist, mach mir den Text eben so und so. Das kann ich dann hier alles zusammenklicken. Oder, wie schon angekündigt, ich kann auf den Advanced Mode springen und dann muss ich eben dieses JSON-Medium kennen. Da muss ich jetzt ein bisschen wissen, wie das geht. Aber einmal verstanden, kann man da eigentlich auch recht viel mit einbauen. So. Und das ist jetzt für diese ganze Spalte. Und beispielsweise hier auf dieser Spalte ist auch so eine Formatierung drauf. Auf der einzelnen Spalte und nicht auf der Zeile. Ist auch hier. Wenn die Tage größer 30 sind, dann zeigt mir eben so ein stickelten Rand und dieses Icon hier. Das kann ich alles mit diesem Designer mir zusammenstellen. Das ist echt cool. Das holt nochmals viel, viel mehr aus diesen Listen raus. Oder?
Und wenn ich jetzt so ein Element öffne, nehme ich mal das Low, dann kann ich eben hier oben neu sagen Edit Columns oder mit Power Apps. Und wenn ich das hier anzeige, dann habe ich hier die Möglichkeit, auf einem Feld, auf jedem Feld halt ein auszublenden oder die Reihenfolge zu verschieben. Und ich kann eine Formel hinterlegen. Ich muss kurz schauen, es gab nämlich ein Formular, das war das New Form, glaube ich. Da gab es schon sowas. Okay, hier nicht. Und der hier. Nicht mitgekommen, Formular öffnen. Genau, hier sieht man so, das ist jetzt Low und die Bedingung hier auf diesem Days Old Feld besagt, wenn die Priorität critical ist, dann zeige es an, sonst nicht. Und das sieht man jetzt hier auch. Das ist Low, deshalb sieht man es nicht. Wenn ich aber jetzt hingehe und von Low umstelle auf critical, und kommt hier unten, dann fällt zum Vorschein. So, hier. Das kann man jetzt ja eigentlich mit diesen Möglichkeiten pro Spalte und diese Visibilität steuern in Abhängigkeit von anderen Feldern. Genau. Das Ganze ist auch mobile fähig, zumindest fast. Die Listenansicht so noch nicht, aber ich kann. Wenn ich jetzt nicht die Mobile App verwende, kann ich also sonst jederzeit mit dem Mobile auch zugreifen und es bricht alles schön um. Ich habe die Favoriten hier oben, ich kann einsteigen. Mit der Gallery View wird es dann auch in der Liste schön responsive und mobile. Aktuell ist das halt eben noch mit dem Scroll. Aber das Formular selber ist auch schon voll mobile, also es wird dann halt einfach schön umgebrochen, schön hier dargestellt und kann jederzeit so auch hier bearbeitet werden. Oder? Ich muss eingeben. So. Okay. Kann also sehr gut auf dem Mobile verwendet werden. Das kommt auch mit den ganzen Modern Lists dazu. Was ich noch zeigen will und das ist hier drin, nämlich in Teams, die Integration. Wenn ich irgendwo in einem Team bin, habe ich eben jetzt neu die Möglichkeit, eine Registerkarte hinzuzufügen. Da gibt es Lists. Und das kann ich einfach mal so ohne weitere Komplikation sagen, ja. Und dann kommt hier drin die Möglichkeit, entweder gleich von hier eine neue Liste zu erstellen, dann sehen wir genau den gleichen Dialog, den wir in SharePoint hatten, oder aber ich kann auch eine bestehende Liste hier mit angeben. Und ich kann die Liste, nehmen wir einfach mal die hier, wenn sie jetzt nicht in meinem Team liegt, die liegt jetzt beispielsweise in der MySite von mir, kann ich einfach das auch über die URL machen, kopiere mir die URL. Und dann kann ich hier nicht wirklich, okay. Habe ich einmal gemacht. Ich mach's kurz. Link. Nein, eigentlich nicht. Okay, vielleicht möchte ich das von einer anderen SharePoint-Seite. Lass mir das mal noch. Ich erstelle mal kurz eine neue Liste. Nämlich mal was anderes. Nämlich irgend so. Nehmen wir einen Asset Manager. Stell das Ganze. So. Die Liste wird mir jetzt in der SharePoint-Seite von diesem US-Sales-Team erstellt. Und ich habe das jetzt direkt integriert in Teams als eigenen Tab. Wenn Sie auch reingehen, was Neues erstellen, da sieht man auch schon die neue Darstellung, die es dann gibt. Als Beispiel in Teams kann da hier in ein Asset
hier, das kann ich, was ich damit auswählen soll, bla bla bla, ich versuche mal zu erstellen. So, was ich hier zeigen will ist, ich habe die Liste hier drin, kann die managen, als wäre es eine normale Liste in SharePoint, klar, aber was dazu kommt, ist eben dieses Conversation-Ding. Und das ist echt cool. Ich kann den hier öffnen, wenn ich das Element offen habe, nämlich zu diesem Asset 1 oder 4, kann ich nämlich hier jetzt hingehen und sagen, entweder ich kann einfach was schreiben oder ich kann eben auch Leute, einzelne Leute oder den Channel oder das Team Menschen. Ich mache jetzt hier einfach mal die Adele. Schau dir mal das an. Was meinst du? So. So. Und wenn ich das poste, dann sehe ich das zum einen hier auf dem Element, aber wenn ich zurückgehe auf die Beiträge, wird das hier in diesem Kanal gepostet. Sie kriegt eine Benachrichtigung, kann dann jederzeit direkt hier antworten oder sie kann mit einem Klick draufspringen und kommt direkt zurück auf dieses Listenelement, sieht dann, um was es geht und kann mir dann auch hier antworten. Und das ist dann einfach zu einem Element gibt es ein Post hier. Also ich kann dann hier einfach hin und her antworten. Und das finde ich schon echt eine coole Integration dann auch mit der ganzen Kommunikation zu den ganzen Listen. So. Zurück zu dem. Noch ein paar Limitationen. Die eine habe ich schon gezeigt oder gesagt, nämlich, dass die ganzen Templates nur in Englisch funktionieren. Das ja, ist wirklich wegen den ganzen Konfigurationen, die dort drin sind. Die basieren einfach auf den englischen Begriffen. Weiß nicht, ob es das mal noch erweitern. Also die Templates funktionieren auch so. Ich kann sie natürlich erstellen, aber ich müsste dann die ganzen Formatierungen und wahrscheinlich dann auch die Regeln und so in der Zukunft einfach nochmals anpassen auf die deutschen Begriffe oder auf die Begriffe in der Sprache, wo ich es erstellt habe. Dann sieht das schon auch wie. Das ist alles da und dann möchte ich die ganzen Begriffe kurz ersetzen und da geht das schon. Es ist nicht so, dass ich es nicht erstellen kann, sondern es ist einfach funktioniert dann nicht alles sauber. Die Kanban-View und die Gantt-Ansicht ist das, was beispielsweise die Airtable schon hat und kann, wo man eben mit Tasks Kanban halt so hin und her schieben kann. Oder die Gantt-Darstellung für Projekte, so Abhängigkeiten von einzelnen Aufgaben. Hoffen wir mal, da kommt noch was. In der Roadmap ist dafür noch nichts. Beim Import ist auch eine Limitation, nämlich sind da nur sehr, sehr Basisspalten unterstützt, wie eben Single Line, Multiline, Auswahlzahl, Datum und Währungsfeld. Wenn ich dann beispielsweise noch ein, mach mal kurz auf die Zeit schauen, vielleicht haben wir da noch kurz Zeit, um das ganz kurz zu zeigen. Wenn ich beispielsweise in einem Lookup, ein Lookup-Feld wird nicht unterstützt, logischerweise ein Personenfeld, wenn ich Personen eingetragen hätte, das geht alles nicht. Das importiere ich dann halt alles als Text und muss das dann nachträglich sozusagen umbauen. Dann dieser Command Bar, der oben hier jeweils drin ist, das ist der Command Bar, ist der hier oben. So, mal weg. Der hier oben. Den kann man nicht erweitern. Das Einzige, was man eben erweitern kann, ist mit Automate. Power Automate da was reinzubauen, aber sonst kann man den eigentlich nicht erweitern, dass man irgendwas mit diesen Listenelementen machen kann, wenn ich es zum Beispiel selektiert habe, das geht nur über das Automate. Das ist eine ja, Limitation, sage ich jetzt mal, oder was aus meiner Sicht fehlt. Und halt, dass diese Regel auch hier zumindest zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens nur den E-Mail-Versand abdeckt. Also, kann in einer Regel nur eine E-Mail versenden und nichts weiteres. Und auch diese Formulardarstellung, wie man gesehen hat, Header, Footer und Body, alles mit diesem JSON, was mir aber nur zulässt, eigentlich die
Darstellung, zwei, drei Spalten, vielleicht mal noch einen Text dazwischen und so weiter, was dann weitere Sachen wie Tabs oder irgendwelche Knöpfe und so weiter, das kann man da alles nicht machen. Da braucht es dann eben entweder Power Apps oder Skybo. Auch die ganzen Felder, das, was ich hier gezeigt habe, ist die Sichtbarkeit von den Formfeldern. Aber ich kann keine dynamischen Pflichtfelder machen oder irgendwelche Default-Werte setzen. Natürlich neben den Standardmöglichkeiten ein Zahlenfeld, ein Datumsfeld, die können Default-Werte haben, out of the box. Aber Lookups, Personen, Termfelder oder Bilder, da kann man nichts setzen. Auch Felder nur deaktivieren geht nicht. Ich kann sie nur ein- und ausblenden, aber ich kann es nicht deaktivieren. Oder eben auch Lookups, das ist immer so ein Problem, dass man erst nach gewisser Zeit drauf stößt, nämlich wenn mehr als 5000 Elemente in einer Liste sind. Diese Limitation bleibt auch hier mit Lists, dass in einem Lookup dann wirklich das nicht mehr geht und nicht angezeigt werden kann. Und klar, Skybo gehört das hier hin. Wir haben natürlich Ergänzungen darauf. Und wer da Interesse hat, kann gerne im Nachgang bei uns vorbeischauen und eine Demo geben lassen, wo wir dann das Ganze erweitern, weil wir basieren auf diesen Listen schon seit Jahren, sagen wir, nehmt Listen in SharePoint, weil es ist wirklich mächtig und kann sehr viel. Und nicht nur Libraries, sondern auch Listen. Und wir haben da für diese Sachen gute Erweiterungen. Genau, Fragen, Feedback, bevor wir hier gehen, ich habe mal kurz Zeit. Ich versuche noch ganz kurz das mit dem Import zu zeigen. Ich denke, die 2 Minuten nehmen wir uns noch. Oder gibt es ganz viele Fragen und wir bräuchten die Zeit für die Fragen? Ja, wir haben Fragen. Ich glaube, wir gehen lieber in die Fragen. Okay. Und da sind ein paar reingekommen, auch ziemlich interessante, auch aus meiner Sicht. Eine Frage vom Stefan ist zum Beispiel, ist eine Erweiterung des Ribbons in Microsofts List mit ListView Command Set Extensions SPFX möglich? Genau, also mit SPFX geht das natürlich, also mit Entwicklung, so machen wir sie dann übrigens auch in unserem Produkt. Das geht, aber ist mit List oder so, war jetzt mehr die Aussage, die da geht, nicht einfach so, dass man da hier mal eine eigene Action mit Klick, Klick mit einbauen kann. SPFX also, kann man das erweitern. Also aktuell würde ich mal sagen eher nein, aber ich glaube, es sind einfach zu wenig Informationen aktuell verfügbar, um eine Aussage zu treffen, ja oder nein, sondern vielleicht ja, vielleicht nein eher, oder? Genau, also wenn man in die Roadmap schaut, dann sieht man auch, dass das eigentlich das Einzige, was dort drin ist bezüglich dem, ist eben dieses Integrate, das ist der hier. Also, dass sie ein Integrate-Dropdown machen werden, wo die ganzen, die zwei Bereiche Power Apps und Power Automate, immer in einem ersten, sie sagen hier To Start Existing Command Buttons, kommen dort rein. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht eine Möglichkeit geben wird, dass man da weitere Sachen integrieren kann. Aber ich persönlich aus der User Experience finde es halt nicht ganz so cool, wenn man. Das ist so technisch integriert und dann muss ich dort irgendwas, sondern ich hätte lieber gerne gleich einen Button oben, wenn ich ein Element selektiere, dass ich gleich sehe, mach dieses und jenes oder generiere mir ein Dokument dafür und so weiter. Mehr habe ich jetzt dazu nicht gesehen, dass es was geben wird. Okay, noch eine Frage haben wir zu den Listenregeln. Werden sie auf Power Automate basieren oder sind sie etwas Eigenes, Neues? Wie gesagt, ich glaube ja. Was ich gesehen habe in der Vorschau, was Microsoft gezeigt hat in so einem Webinar, eben, wir können es noch nicht nachschauen. Wenn es jetzt deployed wäre, könnte ich es kurz ausprobieren und schauen, gibt es da einen Power Automate oder einen Flow im Hintergrund. Ich gehe davon aus, ja, weil es ist auch wie bei einem Flow, der kriegt ja nicht gleich, wenn ich das Element ändere oder so, sondern es geht meistens noch ein paar Sekunden. Das ist bei dem auch so. Dass ich denke ja, ich kann es aber nicht abschließend beantworten.
Okay, dann eine weitere Frage zum Thema Listen verbinden. Kann man sie verbinden, also Lookup, so wie bisher in SharePoint? Gleicher Funktionsumfang, mehr oder weniger? Das ist die Frage. Also ich kann jederzeit eben, das ist normale SharePoint-Liste, Lists nur als übergeordnetes Ding. Ich kann jederzeit hier Spalten hinzufügen. Und dann kommt wieder der klassische Add Column Dialog, wo ich dann Lookups einfügen kann und so weiter. Also ich kann die ganz normalen Möglichkeiten von Microsoft Listen da auch verwenden. Ich kann auch jederzeit, wenn man auf der Liste selber ist, sieht man auch als Beispiel, dass hier oben nur noch ein Knopf besteht, nämlich List Settings. Das haben sie in Lists alles drum weggenommen. Ich komme aber jederzeit wieder in die List Settings, wie man es sich gewohnt ist, und kann hier Einstellungen machen. Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage. Templates sind ja schön, aber unter Vorlagen stelle ich mir vor, dass auch vorgefertigte Inhalte dazu gehören. Beispielsweise Onboarding neuer Mitarbeiter. Dazu gehören ja immer Standardaufgaben. Dieses jedes Mal als Element neu anzulegen, halte ich für wenig sinnvoll. Wie kann man das lösen? Also das Ding ist auch, dass ein Template ist immer eine Liste. Also ein Template kann ich, wenn ich beispielsweise eben so eine Lookup-Spalte anlege oder so Auswahllisten mache oder so, dann ist das nicht, also ein Template ist immer eine Liste. Das heißt, ich kann nicht mehrere Listen da als Ganzes sozusagen anlegen, sondern ich muss die dann irgendwie einzeln und dann verknüpfen oder so. Und eben Inhalte sind da auch nicht dabei. Vielleicht machen Sie mal noch Templates, wo auch Inhalte drin sind. Aktuell sind die alle leer. Die sehen da immer so schön aus, schön gefüllt. Aber wenn ich es erstelle, sind die alle leer. Genau. Das ist, ja, ist schon so. Also diese ist immer einfach auf Basis von einer einzigen Liste. Okay, also ich würde sagen, wer mehrere Listen, Lookups und das Ganze verknüpft anlegen möchte, der könnte sich mal das Solutions Studio Genau. anschauen. Das kann es nämlich schon seit mehreren Jahren und da könnte man dann sowas abbilden. Genau, auch mit Inhalt. Also wir paketieren eigentlich ganze Bereiche, also mehrere Listen mit Inhalt und Lookups und Termstore-Feldern und alles. Und zum Thema Onboarding von Mitarbeitern ist da bestimmt auch schon mal was gemacht worden, oder? Ja, da gibt's verschiedene. Auch so 360, nachher, also ganze Onboarding und danach auch, wenn sie dann drin sind, mit Review 360 und so weiter. Genau, der anonyme Fragesteller kann ja gern mal noch seine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann würde ich sie weiterleiten an dich. Okay. Gerade ist noch eine Frage reingekommen, aber das ist auch die letzte, weil dann geht es schon in den Mittagsblock. Wird das neue List die bisherigen SharePoint-Listen ersetzen oder gibt es sie einstmal parallel? Erstmal wahrscheinlich soll das heißen, ja. Also eben, es sind eigentlich die ganz normalen Listen, die einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden mit diesem Lists-App. Aber im Hintergrund sind das die ganz normalen Listen, die wirklich einfach jetzt mit ganz vielen Möglichkeiten und Features erweitert werden. Von dem her, die Listen verschwinden so nicht, sondern im Gegenteil, sie werden jetzt noch attraktiver und bieten wirklich viel, viel mehr Möglichkeiten. Ob ich die dann über Lists manage oder direkt einfach im SharePoint mit drin, ist dann, ja, kommt dann immer auf den Use Case an. Okay, perfekt. Also wir haben auf jeden Fall alle Fragen beantwortet. Sehr gut. Und dann würde ich mal kurz noch übernehmen. Also erstmal nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es super. An dich, Matthias, vielen Dank, weil das war ja jetzt auch sehr spontan alles mit den Listen. Und das war jetzt ist ja auch der, ich sag mal, der neueste, die neuesten Infos sofort und erst seit einer oder zwei Wochen aktiv. Gut, dass das geklappt hat. Vielen Dank für den Vortrag. Danke sehr.